Ja, vorab die Frage, was macht eigentlich die GEW, also eine Lehrerinnen- und Lehrergewerkschaft? Wir haben auch die Erzieherinnen und Erzieher und Hochschulbeschäftigten. Was macht eine Lehrerinnen- und Lehrergewerkschaft hier bei einer Demonstration, bei einer Kundgebung gegen den Bundeswehrstand auf dem Stadtfest? Diese Frage kriege ich nämlich ganz häufig gestellt. Es ist ganz einfach. Wir haben einen Auftrag dazu. Wenn ich meinen Arbeitsauftrag als Lehrer in Nordrhein-Westfalen ernst nehme, dann schaue ich ins Schulgesetz. Dort finde ich in § 2 Absatz 2 den Erziehungsauftrag der Schule. Und da steht, ich zitiere jetzt wörtlich, die Jugend soll erzogen werden zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung. Da steht nicht drin, die Jugend soll erzogen werden zu Militarismus und zu Gehorsam. Das hatten wir nämlich schon mal. Und das möchte ich gerne in der Schule auch ungestört tun können, diesem meinem gesetzlichen Auftrag nachkommen. Das ist aber schwierig, wenn ich sehe, wie die Bundeswehr massiv in den letzten Jahren in die Schulen dringt. Ein paar Zahlen. Im vergangenen Jahr 2017, das sind die aktuellsten Zahlen, die mir vorliegen, das sind Zahlen, die vom Verteidigungsministerium kommen, also bevor jetzt hier mir Fake News unterstellt werden, 120.000 Schülerinnen und Schüler sind erreicht worden durch die sogenannten Jugendoffiziere in Unterrichtsstunden. Also in Pflichtstunden, wo alle Schülerinnen und Schüler dran teilnehmen müssen. 120.000. Das ist aber noch nicht alles. Wir sind ja heute nicht in der Unterrichtsstunde. In anderen Aktionen, so wie dieser oder auf Job- und Karrieremessen, sind durch Karriereberater und Karriereberaterinnen nochmal 368.000 Schülerinnen und Schüler erreicht worden. Das ist zusammen fast eine halbe Million. Ich finde das einen Skandal, dass man so massiv, und übrigens der Werbeetat für die Bundeswehr beträgt 30 Millionen Euro, was kann man damit alles machen, so massiv ist. Warum ist das nötig? Offensichtlich findet dieser Arbeitgeber Bundeswehr ohne derartig massives Eingreifen keinen Nachwuchs mehr. Ich würde, hier spricht jetzt der Gewerkschafter ja sagen, wenn ein Arbeitgeber so unattraktiv ist, dann liegt das vielleicht am Arbeitgeber und da muss man weniger Werbung machen. Ich weiß es ja nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was diesen Arbeitgeber unattraktiv macht für viele Menschen, einfach die Tatsache ist, dass man nicht Lust hat, zum Töten ausgebildet zu werden oder sich selber erschießen zu lassen. Und in diesem Zusammenhang finde ich es dann geradezu, und ich sage das bewusst pervers, dass ich mich an diejenigen in der Gesellschaft wende, die eben noch, ich sage mal, jung genug sind, um beeinflusst zu werden. In der Schule legen wir größten Wert drauf, weltanschaulich neutral zu unterrichten. Warum? Um die Schülerinnen und Schüler nicht zu indoktrinieren. Wir haben einen Erziehungsauftrag als Lehrerinnen und Lehrer. Wo ist denn der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Bundeswehr? Der steht nämlich nirgendwo. Und ich sage das mal, da vorne steht nämlich ein CDU-Ratsherr aus Münster, der mir das im Internet nicht geglaubt hat. Ich sage die Zahlen nochmal, er hat das nämlich schlicht geleugnet. 2017 wiederum Angaben des Bundesverteidigungsministeriums, 2128 Minderjährige in der Bundeswehr und die sind nicht im Verwaltungsdienst. So, das sind andere Zahlen. Und das macht uns in der westlichen Welt, in der Fußball-Weltmeisterschaft ist Deutschland ja in der Vorrunde rausgeflogen, dafür haben wir es bei Minderjährigen an der Waffe auf Platz 3 geschafft. Wir haben die Bronzemedaille. Na, herzlichen Glückwunsch. Und zwar nach den USA, wie man vermuten würde, und Großbritannien sind wir Platz 3. Und das ist keineswegs üblich in der Staatengemeinschaft. Nach Angaben von Child Soldiers International, die haben eine Studie rausgebracht, Why 18 Matters, die Altersgrenze. 3/4 der Staaten in der Welt haben das nicht. Und jetzt kann man mal gucken, welches Viertel der Staaten tatsächlich minderjährige Soldaten hat und da wird einem schlecht. Das sind ausgerechnet die Staaten, wo wir sonst immer mit dem Finger drauf zeigen. Aber wir machen es natürlich. Diese Praxis der Bundeswehr ist nichts weniger als ekelhaft. Mit guten Gründen haben wir uns in der Gesellschaft darauf verständigt, für viele Dinge ein Mindestalter einzuführen. Seit wir G8 an den Schulen haben, haben wir minderjährige Abiturienten und Abiturientinnen. Wenn die jetzt ein Studium beginnen und eine Bude mieten wollen, dann müssen die Eltern den Vertrag unterschreiben. Warum? Weil der Gesetzgeber sagt, naja, diese negative Folge, man hat die Mietverpflichtung. Ja. Also Mieten können erdrückend sein, gerade in Münster gar keinen Fall, aber umbringen tun sie einen nicht. Andere Dinge bringen einen um. Tabak darf in Deutschland nur an Volljährige abgegeben werden. Wegen der gesundheitlichen Gefährdung.
zur Bundeswehr, darf ich aber mit 16 gehen. Das verstehe ich nicht. An Zigarettenschachteln habe ich Warnhinweise. Das möchte ich bitte demnächst auch an Bundeswehrständen haben. Der Dienst an der Waffe gefährdet Ihr Leben und das Leben Ihrer Mitmenschen. Und ich möchte Schockbilder haben. Die habe ich auf jeder Zigarettenpackung. Ich möchte Verstümmelte sehen, ich möchte Leichen sehen, ich möchte Traumatisierte sehen. Und Hubertus ist gewählt worden mit den Stimmen von Menschen, die alle 18 waren, sonst hätten sie nämlich nicht zum Bundestag wählen dürfen. Aber diejenigen, die der Bundestag dann in den Kriegseinsatz schickt, die dürfen das nicht mitbestimmen, nicht mal indirekt. Und weil das immer wieder betont wird, naja, wenn ich doch mit 16 auch eine Ausbildung machen kann zum Industriekaufmann, zur Industriekauffrau, dann warum soll ich dann nicht? Bundeswehr ist doch ein normaler Arbeitgeber. Nein, Bundeswehr ist kein normaler Arbeitgeber. Kein anderer Arbeitgeber bildet einen aus, möglichst effizient zu töten. Und nichts anderes ist ja der Beruf eines Soldaten. Und getötet zu werden, ist auch nicht unbedingt das Standardberufsrisiko, was ich als Industriekaufmann unbedingt habe. Und wenn ich mir angucke, wie der Job dargestellt wird, mal ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr, am Girls Day, das sind 8 Klässler, die da teilnehmen, hat folgende Aktion stattgefunden. Ein Mann hat einen kleinen Wagen auf einem Frauenparkplatz geparkt und dann kam eine Panzerfahrerin und hat mit dem Panzer den Kleinwagen unter dem Johlen der 8-jährigen Mädels zu Schrott gefahren. Das ist die Art und Weise, wie hier der Dienst an der Waffe dargestellt wird. Die Wirklichkeit ist eine andere. Ein ehemaliger Schüler von mir, der ist mittlerweile 24, hat als Scharfschütze in Afghanistan gearbeitet. Der sitzt 300 Meter vom Dorf entfernt, während die Patrouille durchs Dorf fährt und auf Befehl schießt er jeden ab, der sich dieser Patrouille nähert. Er kann überhaupt nicht sehen, ob das eine Gefahr ist oder nicht. Er kriegt den Befehl und drückt einfach ab. Das ist nämlich dann die Realität. Das sagt einem aber keiner. Und dass der Arbeitgeber kein normaler Arbeitgeber ist, kann man übrigens daran erkennen, als es die Wehrpflicht noch gab, konnte man aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigern. Interessanterweise bei einem Ersatzdienst, Zivildienst, konnte man das nicht. Ich kann nicht sagen, aus Gewissensgründen pflege ich keine alten Menschen. Also schon allein daran sehe ich doch, das ist kein normaler Arbeitgeber. Und da lassen wir uns bitte auch nicht blenden und irgendeinen Sand in die Augen streuen. Und schließlich, weil das auch gesagt wurde, 30 Milliarden Euro oder 33 Milliarden Euro mehr soll der Verteidigungsetat betragen. Was kann man damit alles machen? Als jemand, der selber unterrichtet und das auch schon ein bisschen länger und der viel rumkommt im Rahmen der Gewerkschaft, kann ich nur sagen, die Schulen in Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern vermutlich auch, sind in einem desolaten Zustand. Mir sind Schulen bekannt, an einer habe ich unterrichtet, da wurde ein Treppenhaus gesperrt, weil der Putz von der Decke fällt. Und das ist nicht eine Schule, das sind mehrere Schulen. Wir haben einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, auch das hat wieder mit Finanzen zu tun. Wir haben große Klassen, da könnte man viel besser unterrichten in kleinen Klassen. Wir haben Schulen, die unterrichten mit Steinzeitgeräten die Kinder des Informationszeitalters. All das kümmert uns nicht, Geld haben wir aber an anderer Stelle. Das ist ein Skandal. Was ich möchte ist, liebe Bundeswehr, lasst uns unserem Erziehungsauftrag nachkommen. Wir bilden die Kinder dran zur Völkergemeinschaft, zur Friedensgesinnung. Haltet euch da raus. Ich will nicht sagen, macht euren Job. Das will ich nicht sagen. Aber lasst unsere Kinder in Ruhe. Wir möchten nicht, dass unsere Schülerinnen und Schüler für euch oder für irgendwelche Finanzinteressen sterben müssen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine friedliche Zukunft miteinander.